Ja, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Recoded. Ja, wir dringen immer weiter in die Hölle Bestien vor. Und jetzt geht's in diesen Raum. Und wir haben immer noch kein Schlüsselschwert, wir haben jetzt nur Goofy und Donald, die irgendwas machen können. Ja, aber ich rede jetzt mal nicht viel, ich werde einfach mal reingehen. Mal gucken, was uns erwartet. Das war's, Carlo. Ach, da ist er ja schon. Aha! Hast dir wohl heulend Verstärkung geholt, weil du es alleine nicht geschafft hast, was? Aber weiter als hierher kommt ihr nicht. Oh, scheiße, Herzlose. Herzlose! Eine bessere Aufwärmübung. Jetzt! Sora! Vorsicht! Oh, scheiße. Eine Falle? Ich kann mich nicht bewegen. Donald, Goofy. Na, großartig. Wieso versucht ihr überhaupt, diese Witzfigur zu schützen? Ist schließlich kein Geheimnis, dass er genauso unrecht ist wie sein Schlüsselschwert. Hör auf, so von Sora zu reden. Er ist unser Freund, egal in welcher Welt. Donald. Unfug! Er sieht vielleicht so wie Sora aus, aber das ist reine Augenwischerei! Er hat ja nicht mein Herz! Boah, wenn es ja am Fertigmachen ist, wo hast du noch Rache gegeben? Das stimmt nicht. Wir haben Soras Herz gespürt. Ach ja! Und du würdest das auch, wärst du nicht blind für Güte. Warum, wenn ich aus Fürsorge, sollte zuraten, trotz all der Gefahren und hoffnungslosen Augenblicke für uns gekämpft haben? Genau! Und auch wir werden daher für ihn kämpfen. Er ist Teil unseres Herzens, so wie wir Teil seines sind. Unsere Freundschaft macht uns stark. Und sie wird niemals enden. Wir sind verbunden. Törichtes Geschwätz! Damit ist es Schluss! Oh, ich halte diese Stimme nicht mehr lange aus. Mit euren rührseligen Geschichten krümmt ihr mir jedenfalls kein Haar! Ja! Ja! Donald, Goofy! Hör auf damit! Bitte tu ihn nicht weh. Dies ist euer Ende! Nein! What? Geil. Beim Schlüsselschwert wieder. Was ist passiert? Mein Schlüsselschwert? Wie das? Malefiz hat es doch zerstört! Wer sagt das jetzt? Du steckst voller Überraschung in Sora. Wer ist das? Ach, Mickey! Mickey! Ja. Wieso? Was habe ich denn getan? Das kann ich dir auch nicht genau erklären, Sora. Irgendwas muss sich in dir verändert haben. Das Schlüsselschwert bezieht seine Kraft aus dem Herz seines Trägers. Ein alter Freund von mir hat einmal gesagt, dass sein Herz weit mehr sei als nur ein System. Darum kann man es nicht in Taten umwandeln. Wir haben ja Schlüsselschwert programmiert, doch seine wahre Kraft konnten wir nicht emulieren. Daher konnte Malefiz es zerstören. Doch während dieser Reise ließ du Bande zwischen uns wachsen. Und hast dich über das System erhoben, Sora. Und eine einzigartige Kraft erhalten. Sie hat dein Schlüsselschwert zurückgebracht. Wow. Bestimmt hat das Schicksal gewollt, dass wir die Bugs dieser Welt gemeinsam bekämpfen. Von neuen Kräften stand nichts im Arbeitsvertrag! Zeit für einen strategischen Rückzug! Von wegen. Du entkommst uns nicht mehr. Lass auf der Stelle Riku frei. Das war's dann wohl! Was ist das?
Daten werden gesammelt. Wiederherstellungsrate 60%. Und tschüss, ihr Trottel! Oh nein, er ist uns entwischt! Seht doch, ein Schlüsselloch! Worauf warten wir? Wartet, überlass das mir! Wieso das? Ihr alle habt um meinetwillen gekämpft. Jetzt bin ich an der Reihe. Lasst mich das Licht sein, das euch den Heimweg weist. Hey, hey! Jetzt übertreibst du es aber ein bisschen, oder? Was? Nun, ja. Wollte auch mal heroisch klingen. Na gut, lassen wir das mal durchgehen. Mutet aber nicht zu viel zu, Sora. Denke daran, du bist Teil des Teams. Wenn du leidest, leiden wir auch. Wie könnte ich das vergessen? Ich komme heil zurück, versprochen. Oh, ich wollte eigentlich noch nicht direkt ins Schlüsselloch. Ich wollte das Schwert ausprobieren und ein paar Sachen ausrüsten und alles. Das Spiel ist aus, Carlo. Du kannst es einfach nicht lassen, was? Tu dir einen Gefallen und ergib dich. Nicht nachdem du mir ständig dazwischen gefunkt hast. Jetzt ist Schluss mit lustig. Mach dich auf was gefasst. Ja. Wir müssen jetzt gegen Carlo kämpfen. So. Irgendwas da. Oha, das Schlüsselschwert ist geil. Okay, ich finde. Carlo ist jetzt nicht sonderlich schwer, muss ich sagen. Okay, jetzt ändert er ein bisschen seine Strategie. So. Ja, das gerade war ja mal eine epische Cutscene. Ja, haben wir das Schlüsselschwert wieder gekriegt. Epische Dialoge. Ja, scheiße, jetzt habe ich den nicht angreifen. Aber jetzt! So, der kriegt wieder auf die Fresse. Ah, so fies, der kann sich teleportieren. Taladieb. Ach genau, die Fähigkeit gucke ich mir erstmal alle an. Okay. Ah, das ist schon mal gut. Aero-Konter. Eiserner Wille. Ja, ist okay. Das mit den Talern, ja okay, ist gut zum Geldfarmen, aber braucht man es für den Kampf nicht unbedingt. Und Mega Flare. Hat das einfach weggegangen in dem Moment. Ah. So. Ja, ganz kurz heilen. So. Hey. Obwohl, ich habe noch dieses. Okay, das reicht. Ja, ziemlich einfacher Boss, muss ich sagen, aber. Ach ja, nee, das war ja noch nicht alles, stimmt. Nicht schlecht! Doch leider nicht gut genug! Genau, der ändert jetzt seine Strategie endgültig. Das ist ja. Ich glaube, das ist D-Blitzka. Hätte ich auch benutzen können. Oh, scheiße. Nein! Oh, scheiße, jetzt hat er mich stumm gemacht. Jetzt kann ich keine Kommandos benutzen. Dann nehmen wir das gut alte Schlüsselschwert verlassen. Ja, das setzt ja richtig zu, das Schlüsselschwert. Okay, Taladieb. Wird jetzt wieder schön angreifen, ob der Taler droppt. Komm, greif an! Ach, macht er wieder seine D-Blitzka. Obwohl, ich glaube, das heißt, er mit Rollen ausweicht. Jo. Boah, scheiße. Ja, okay. Ganz kurz heilen. Ja, sogar zweimal getroffen. Und, ja. Haben wir ja Spaß. Mega Flare. Ja, der predicted das immer. So und. Hey. Da hinten ist er. Und das war's auch schon. Nicht schon wieder! Du gibst auf?
Ein S im Ärmel habe ich noch immer. Ja, okay, das ist ein Scheiß. Ass heißt das. Ein Ass habe ich doch im Ärmel. Zeig dich, mein Freund! Rico. Rico. Also. Komm mir nicht zu nah, Sora. Rico, was hast du? Ich war so frei, in seiner Freiheit zu berauben. Das hat doch nicht ernsthaft gemacht, oder? Vor allem, was Rico anhat. Ich glaube, in Kingdom Hearts 1 hat er es auch angehabt. Ich glaube, da war auch eine Stelle, da wurde da auch irgendwie kontrolliert. Was hatte da auch diese herzlosen Uniformen an? Das lässt sich so schön manipulieren. Ich musste ihm nur ein paar Bugs unterjubeln. Dann wollen wir doch mal sehen, was mein neues Spielzeug drauf hat. Boah, der bezeichnet Menschen als Objekte. Jetzt ist ja ein richtiger Spaß. Na gut, auch wenn das Daten sind, trotzdem. Greif diese Tröte an! Nimm Leben! Ungehorsam! War ich etwa zu milde? Ja. Hör auf damit! So, das sollte reichen. Also dann, vergnügt euch schön. Ich habe noch Termine. Rico, alles in Ordnung? Ich habe Schreie gehört, Sora. Was ist passiert? Mickey, es ist Rico. Carlo hat ihn mit Bugs infiziert. Was? Rico, hörst du mich? Rico! Rico! Komm schon, du musst uns doch hören. Vernichte mich. Was? Oh, diese Musik ist einfach nur episch. Die Rico, mein Themen. Ja. Wir müssen jetzt gegen Rico kämpfen. Und der ist nicht so leicht wie Carlo, kann ich schon mal sagen. Ach, Mensch. Bei ihm ist das auch traurig. Dass wir jetzt gegen den kämpfen müssen. Komm mal her. Okay. Jetzt am besten blocken und dann angreifen. Weil bei dem ist Blocken wirklich sinnvoll. Ich will nicht gegen meinen besten Freund kämpfen. Ah, der kann es auch blocken. Okay. Wow, irgendwie finde ich schon, irgendwie ist Epicness pur in diesem Part. Und ja, das war erstmal heilen, würde ich sagen. Ja, Pivitaga kann man auch sehr gut als Schild benutzen. Das ist mir gerade aufgefallen. Ja. Und das alles nur wegen Carlo, diesen Spasten. So. Ja, sorry, Rico. Riku. Was macht er jetzt? Okay, der ändert seine Strategie. Ist ja völlig verbuggt. Und komme jetzt Stufe 3, damit ich Aero-Kontra krieg. Ach Mist, den betrifft das wohl nicht, weil das so ein Boss ist und sowas. Ah. Ah, okay, jetzt macht er seinen berühmten Schild. Ja. Ich weiß, was ich zu dem Kampf sagen soll. Musik macht den Kampf irgendwie so traurig. Ah, Mensch. Das war eine epische Musik, muss ich sagen. Ah, okay. Der ist schon ein sehr starker Endgegner. Oder beziehungsweise Boss. Ich weiß, dass das der Endboss ist. Nee, noch sind wir. Okay, wir sind schon am Ende des Spiels, aber noch nicht am ganzen Ende. Und so.
Okay. Sorry, Rico. Tut mir leid. Ja, aber als ob das auch schon alles gewesen wäre. Nee, jetzt legt er erstmal richtig los. Oh, jetzt macht er seinen... Ich weiß nicht, wie die Attacke heißt. Auf jeden Fall seinen Berserker-Move. Oh, scheiße. Jetzt hat er mein Vita-Gar unterbrochen. Scheiße. Ach, ich weiß echt nicht, wann der Attacke ausweichen soll. Ich weiß nicht, ob man die einfach mit Blocken zerstören kann. Genau, aber jetzt fangen wir auch zum Glück jetzt wieder hier an. Jetzt nicht wieder bei Carlo oder so. Ne, jetzt sind wir schon direkt hier. Ich versuche einfach die Attacke zu blocken. Ne, bringt nichts. Ich habe vielleicht einen Angriff geblockt, aber die anderen vier Angriffe sind direkt auf mich losgegangen. Hier noch kommt eine Trippelsalbe. Ja. Rico muss man auch tatsächlich defensiv sein. Ich glaube, da kann ich echt nur ausweichen, ja, so weit wie möglich abhauen. Und so. So, komm. Und nochmal Mega Flare. Oh, das läuft aber ganz schön gut. Bei meinen ersten waren natürlich richtig Probleme bei dem gehabt. Als ich das ja privat gezockt habe. Jetzt kann ich nichts mehr passieren. Ja, noch einmal ganz. Ich würde sagen, ja. Das war's dann mit Riku. Und mit dem Kapitel. Heilt. Ja, auch hier nur ein Heiltrank. Oh, das Schlüsselschwert ist geil. Memoire. Is he? Do you think? Well, if the bugs have taken over Riku, then that means... Huh, he might not ever wake up unless we get rid of the bugs first. Riku. So if I debug him, Riku will come back to us. Huh? Guys, I gotta go inside to look. Who's to say if it's even safe inside, Riku? I know it's risky, but if a friend needs me to be there, I'll be there to help. Well, I guess that's Sora for ya. Still can't talk out of it, huh? But we'll do everything we can to help you out. Thanks, guys. Sora, don't forget, you're not going in there alone. Your friends will be right there fighting alongside you in spirit, no matter where you go. Ja, okay, ich mache jetzt hier den Schnitt. Ich werde jetzt hier weitermachen, weil ich jetzt gerade keine Zeit habe, leider. Ich hätte jetzt noch gerne weitergemacht, den Part, aber... Naja, wir haben jetzt schon zwei epische Bosskämpfe gemacht, epische Dialoge, und jetzt geht es darum, Riku zu retten und die Bugs endgültig zu beseitigen. Ja, das erwartet uns dann im nächsten Part. Ciao.